Ja, nächstes Level würde ich sagen. Wir hatten jetzt gerade das, ne? Wir kommen aber sehr gut voran. So, der hohe Rat der. Ah! Nein! Aua! Das wird wehtun. Da haben wir gar kein Ding. Ich habe gesagt, das Level ist kacke. Obwohl ich das ja, als wir das im Hauptspiel gespielt haben, ging's. Aber ich glaube, es wird kacke. Ob es mir glauben wollt oder nicht, es wird kacke. Aua. Aua. Das ist halt hier so ein Riesen hin und her, ne? Das ist halt das Problem. Obwohl ja eigentlich von der... Ich sag mal, die Idee von dem Level finde ich eigentlich sehr cool. Arr, ich bin ein Pirat. Jetzt bin ich nur ein Typ mit einer Augenklappe. Arr, ich bin kein Pirat. Ich weiß, ich mache den Spruch bestimmt jedes Mal, wenn wir wieder das Spiel hier aufnehmen. Oh, das sieht mir doch nach Explosion. Oder ich meine Kompositionen. Ne, doch nicht. Oh, oh. Okay. Ich wollte eigentlich das machen. Aber eigentlich hätte ich da drauf kommen können, dass das mit dem mit der anderen Figur gar nicht gegangen hätte. Gegangen hätte. Ist auch ein Satz. Naja. Ich sag mal, wir müssen... Ja, das Blöde ist, wir müssen ja auch alle Piraten einsammeln, ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt müssen. Weil manchmal... Ah, egal, wir gucken einfach. Wie viele haben wir jetzt? Eins. Das ist echt krass. Naja, werden wir schon irgendwie sehen, ne? Ja, toll. Ja, wenigstens kommen die in einem nicht so langwierigen Abstand. Wir hatten ja irgendwie mal hier ein Ding gehabt, wo das dann ewig gedauert hat, bis sie da immer wieder rauskamen. So, nur noch da links, ne? So, das hatten wir aber, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Schön, schön. Schön, 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 sag ich da. Guck dich mal das Low-FPS-Feuer an. Weil das bestimmt ein 2-3 Frames pro Sekunde. Garantiert! So, was haben wir denn hier Schönes? Auch ein absolut beschissenes Rätsel. Oh. Ich hab nichts gesagt. Nee, doch, ich hab gesagt, es ist beschissen, aber es ist okay. Es ist nicht so beschissen, wie ich irgendwie im Kopf hatte. Ich hab das Gefühl, wir müssen das Rätsel gleich irgendwie nochmal drehen oder so für das Ding. Vino! Ist nicht der Franzose im Dort im Team, das ist aber schon ein bisschen klischeebehaftet, würde ich schon fast sagen. Ich finde ein bisschen schade, dass es nicht noch einen Barbossa mit dem großen Schwert gibt, so. Oder warum es überhaupt diese Dinger mit dem Schwert gibt, das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Weil es gibt halt nur eine Figur, die das kann und das ist schon ein bisschen
ja, ich sag, das ist, ich find's doof. So, bitte die Figur, danke. Okay. Hast du gefragt, hä? Sah aber ein bisschen komisch aus. Aber nee, alles gut. Ich habe auch irgendwie überlegt, ob ich mal die Tage mich vorne ins Wohnzimmer setze und mal irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie voll Bock auf Zelda, ne? So auf Twilight Princess oder sowas, ich weiß es nicht. Nein! Okay, muss irgendwo ein Bildchen existieren. Glaube ich. Shit! Shit! Spring doch! Nee, man kann da nicht springen. Okay, das ist absolut bescheuert. Da muss ich wohl ein Dings suchen. Hallo? Ein Boot. Und mit den Dingern kann ich nicht übers Wasser irgendwie fahren oder so, ne? Das wäre aber schon irgendwie lustig. Nein. Es wäre lustig gewesen. Das muss man schon sagen. Oh, so. Der hat gezogen. Ein Boot. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo das Fass benötige, aber ich nehme es mal mit. Also wer weiß, ne? Interessant. Oh. So, was haben wir hier? Ich hätte auch Bock auf die Zelda-D-Teile, die leider auf der Wii U schön sind. Nein, ja, das, so will ich das jetzt aber auch nicht sagen. Ich weiß, was du meinst. Ja, mal sehen. Ach, guck mal, ist das vielleicht das Boot, was wir brauchen? Weil da ist ja auch was für Blackbeard. Ja, mal sehen. Also ich kann sie ja spielen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so Bock, die Wii U vorne anzuschließen und dann das zu zocken. Ich denke mir die ganze Zeit, das können wir auch im Stream machen, aber auf anderer Art denke ich mir so, ist halt die ganze Zeit wieder so ein Das Boot hat sich aber sehr interessant transformiert. Sehr gut. Guck mal, jetzt fehlen uns nur noch 6 Stück. Ich glaube, für Jack fehlt uns auch nicht mehr so viel. Hui, so. So, dann wollen wir doch mal sehen. So, was fehlt uns denn noch? Uns fehlt noch, wir haben noch... Oh Gott. So ein paar Gegenstände haben wir noch, die wir mit Jackie machen müssen. Und generell halt mindestens 2, wenn nicht sogar... Oh, das sieht sogar doch nach mehr aus. Das sieht sogar doch nach mehr aus. Oh, das haben wir schon gemacht. Ah, das ist Toupet, ne? Toupet. Oh je. Ein Fisch. Was ist ein Fisch? Also, wiederum, warum nicht? Aber das ist schon irgendwie eigenartig. Okay. Hallo? Übrigens gibt es neue Bilder zu Phantastierwesen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber da gibt es halt neue Bilder zu. Und ein Release. Im April kommt der Film. Ich glaube, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann im April.
Ja, mal gucken, wie ich das mache. Ich wüsste, ich weiß tatsächlich auch niemanden, wo ich so fragen könnte, ey, hast Bock damit ins Kino zu gehen? Beziehungsweise der auch, ich sag mal, ohne Probleme für sowas Zeit hätte. Weil meistens ist das so, also die Leute, mit denen ich sonst so was mache, da ist es aktuell oft so, Aha. Jo, weil leider eine Flop-Konsole auf der Switch würde ich die HD sei, das sich sehr wahrscheinlich gut bisher gut vor. Ja, deswegen, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir die auf jeden Fall sehen werden. Frage ist halt wirklich nur wann. Aber ich bin sehr. Ja, ich kann. Ach so, ich habe aus meinem Z gedrückt. Also ich sag's so wie es ist oder so wie ich es finde, besser gesagt. Ich finde bis heute immer noch die Wii U ist meiner Meinung nach einer der besten Konsolen, die es gibt. Ich finde die Wii U geil. Es gibt dafür Sachen, die man natürlich kritisieren kann und soll. Aber ich finde halt zum Großteil, ich finde die Spiele super, ich mag dieses ganze Feature-Date, ich mag die Controller alle, ich mag auch das Gamepad total, ich mag den eShop, ich mag die Virtual Console. Also ich sag, an die Sachen, die mich da, ich sag mal, ich glaube die größten Probleme sind einfach, dass zu wenig Spiele dort erschienen sind in einer Zeit. Da war ja am Anfang ja schon noch Riesenflaute, besonders alleine wie lange Zelda gedauert hat zu erscheinen. Ich habe immer gesagt, wenn das Zelda erscheint, dann wird die Konsole bestimmt beliebt, aber es hat halt ewig gedauert. Also das ist für mich so ein Kritikpunkt an der an sich. Ich rede jetzt nicht über dieses Marketing oder sowas. Was gibt's denn noch? Zu wenig Spiele, Zelda zu spät. Hatte noch einen. Langsam. Die Konsole ist echt langsam. In manchen Momenten. Wenn ich jetzt da hingehe, wo komme ich? Hä? Das hat doch gar keinen Sinn. Komme ich jetzt? Oder auch nicht? Auch sonst. Wahrscheinlich ist es dann aber das Erfolg, was wir das Spiel haben wollen. Ja. Und da habe ich ja schon gesagt, da sehe ich den Sinn überhaupt nicht drin. Also ich kann ja vieles nachvollziehen, aber das könnte ich halt wirklich gar nicht nachvollziehen. Weil, weil es sind halt keine, ich sag mal, bei Pikmin, bei Mario Kart, bei ich weiß nicht was alles, bei diesem ganzen Spiel oder Donkey Kong kann ich wenigstens so sagen, okay, vielleicht ist ja halt auch der Sinn dahinter, das Geld, was eigentlich man gehofft hat zu kriegen, auch bei der Wii U Version, das wurde nicht eingespielt und jetzt machen die es halt vom Originalpreis so teuer, ne? Um halt diesen Betrachter so einzuspielen. So. Toll. Ergibt aber bei so einem Spiel keinen Sinn, aber ey, ich würde mal sagen, solange es nicht erschienen ist, würde ich das jetzt aber auch nicht beschreien, ne? Also, dass sie es machen, meine ich. So. Weil ich traue es ihnen halt echt zu und. Ja, wie gesagt, ich sehe dafür kein Argument. Also kein Argument, wo ich das nachvollziehen kann, warum ich das bezahlen soll für so einen Preis. Das meine ich. Aber was ich ja immer noch faszinierend finde, ist einfach diese Tatsache, das, was ich da in diesem einen Video gesehen habe, dass, dass man bei Twilight Princess so viel ausgetauscht hat im Gegensatz zu Wind Waker, dass eigentlich viel mehr Arbeit in Twilight Princess als in Wind Waker geflossen ist, es aber überhaupt nicht so aussieht irgendwie. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie ich laufen muss. Hab ich gerade voll vertan, glaube ich.
triggert das immer noch, obwohl das sind nur 9 Felder, ne? Okay, das ist klar, dass dann eins übrig bleibt bei 2. Oh, wir kommen. Das ging aber schnell. Und tat gut. Ich bin eh nicht so doof und kaufst dann im E-Shop oder bestellst du über den E-Shop woanders bekommen und mindestens 5 Euro weniger. Ich sag, also für mich ist ja alleine dieses Argument des, ich kann es halt dann bei mir in der Sammlung stellen, schon allein, wenn ich das Retail habe. Also auf eine limitierte Edition hoffe ich persönlich. Hallo? Hoffe ich persönlich nicht. Och nee, das wird ja jetzt doch schwieriger. Oh, scheiße, okay. Oh Gott. Gut, dass ich mir das merken konnte. Ich hätte echt gedacht, dass ich das nicht kann. Weil ich kann mir sowas überhaupt nicht merken. Ich bin da richtig schlecht drin. Hallo. Ein kleines, aber feines Hallo. Na? Alles klar, Kugelfisch? Also da wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Außer die, mit der Wasserrutsche irgendwie langfahren. Aha. Perfekt, mein Rücken belohnt mich. Heißluft ist 10 Minuten, dann werde ich massiert. Okay. Ja, schön. Das hat ja doch geklappt. Okay. Ah, da ist er schon. Ach, Alter, du musst doch nur das Kackschwert da reinhauen. So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, da kommt ja gleich noch ein kleiner Bereich. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also für das Level hier. Okay, 7 von 8. So, und ich hoffe, dass wir jetzt das Ding hier bekommen. Okay. Ja, wir sind ja letztens da einfach so runtergefahren. Obwohl, war ich nicht auch in dem Karren drin? Gar keine Ahnung gerade. So, ich hatte erst mein Kühlschrank ist voll. Ich habe keine Ahnung, bei mir ist aber genau dasselbe Problem gerade. Dass ich auch nicht weiß, was ich essen soll. Hier, Tipp. Wenn du nicht weißt, was du essen sollst, machst du was wie ich und guck einfach, was als erstes weg muss. Ich habe ja so eine Liste, da schreibe ich mal auf, wann was weg muss. Und so mache ich das. Also deswegen Sahnehering gab es ja gestern und heute, weil ich habe 3 Stück. Und ich mir so dachte, okay, dann habe ich halt längeren Zeitraum, wo ich die so essen kann drüber. Also anstatt, dass ich die halt wirklich dann alle auf einmal essen muss so. Und ich glaube, ich muss jetzt erst den Blätterteig machen. Ich habe mir letztens schon Blätterteig gemacht und jetzt muss ich halt noch den Rest davon machen. Wieso wird mir da unten eigentlich ein Pfeil angezeigt? Weil mir noch einer fehlt. Okay, interessant. Wer fehlt mir denn noch? Das hab ich. Das Interessante sind ja überall solche... Hä? Ich hab doch alle. Nein!
Seine Ehren kannst du meine Mutter damit locken. Ich mag den überhaupt nicht. Ich esse den Scheiße gern. So richtig schön mit... Alter, ich will doch da nur hoch. Warum lässt das Spiel mich nicht da hoch? Komm. Dann wechsle ich die Figur wieder zu was Weiblichen, weil die können ja höher springen, warum auch immer. Der kann einfach so da hoch, auch interessant. Hä? Aber das habe ich doch hier gemacht. Willst du mich gerade verarschen? Also ich esse den echt gerne. Ich esse aber auch gerne... Also ich wüsste jetzt echt nicht so... So Meeresfrüchte-Sachen esse ich ja fast alles gerne. Gibt ganz wenig, was ich nicht mag. Also so große Krabben oder so zum Beispiel mag ich nicht. Der ist noch nicht nach oben gegangen. Guter Tipp, hab Gemüse, also Salat zum Essen. Esse fast jeden Tag einen gesunden Salat mit fetten Dressing. Das ist immer das Schlimme. Da denke ich so, oh geil, Salat. Und dann ist... Den Rock anhaben, können die Höhe sprengen. Ist doch logisch. Ach ja, stimmt, klar. Rücke. Was? Ach ja, stimmt, dann kann er ja auch nicht lang. Ah, gut. Wollte gerade sagen, hoffentlich kommt er dann dahinter her. So, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Jetzt bleibt er bestimmt da stecken, ich sag's euch. Ne, der fährt mit doch. Oh Gott sei Dank. Also Salat könnte ich auch mal wieder essen. Ja, und Gemüse ist halt auch so eine Sache für sich, weil... Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der kommt jetzt nicht. Weil Gemüse immer schön frisch essen. Deswegen, da sage ich dann oft so, ey, ich habe doch noch Gemüse oder so, dann esse ich das halt früher. Dumm, wenn man kaum was versteht, weil oben mit so einem Creature spielt. Creech, Creech die ganze Zeit. Wie diese Creature-Enche bei Homer. Creechy, Creech. So, dann schauen wir doch mal. Gut. Aha. Hätten wir das schon mal? Und dann müssen wir gleich nur noch die letzte Mission machen. Also ich muss sagen, aber gerade läuft das eigentlich ja ganz gut dann, ne? So. Erdbeeren habe ich auch noch. Oh. Ich suche gerade irgendwie noch was, was ich zu... Ich habe mir Grieß gekauft und ich suche noch irgendwas, was ich dazu essen kann. Und ich habe erst überlegt, die hatten saure Kirschen. Aber ob ich einfach so saure Kirschen dazu essen soll? Und ich habe erst überlegt, ob ich mir so Fertigeis hole. Fertigeis. Also generell so Eis. Und zwar gibt ja auch Eis diese... Einfach diese Pötte da, ne? Wo, so. Wo so eine ganze, wo so mehrere Eissorten drin sind. Da habe ich erst überlegt, ob ich mir sowas holen soll. Wir gehen erstmal hier lang. Schon sein, dass es das dann war. Milchschnitte und Fruchtzeug passen jetzt in den Kühlschrank. Ja, nice. So läuft's doch super. So, und damit haben wir alles. Vorletztes Level. Fast fertig. Also, fertig. Ja. Vorletztes Film-Dings ist fast fertig. Egal. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Vergesst es einfach. Bitte. Flup, flup, flup. Ja! Gibt's auch einen goldenen Stein für, ne? So, der Mini-Kit. Ist das die David Jones? Nee. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob wir die schon haben. Oh Gott, was war mit der Flagge los?
So, ist gut, ist gut, ist gut. Der Kompass, das Mini-Kit. Dafür noch 15. Schön.